Wir sind hier in Köthen. Wir nehmen die drei Sonaten für Violine Solo auf. Was ich ganz toll finde, das hier zu machen, weil Bach sie tatsächlich hier komponiert hat. In den Sonaten hat Bach seinen ganzen schöpferischen Kosmos ausgebreitet und in vier Saiten hineingezwungen, also in diese kleine Geige mit ihren begrenzten vier Saiten. Das liegt nicht nur am mehrstimmigen Spiel, was er der Geige da abtrotzt, es liegt auch einfach an der unglaublichen Breite der Komposition. Bach ist für mich wie ein roter Faden durch mein ganzes musikalisches Leben. Und ich halte mich daran fest und ich reibe mich dran. Also ich muss mich immer damit beschäftigen und ich weiß auch, dass es damit einige Transformationen gegeben hat und noch weiter geben wird. Und das finde ich wahnsinnig spannend und ein großes Geschenk. Durch die Straßen und denke mir bei manchen Blicken auf alte Häuser, auf Kirchtürme, dass das sich gar nicht geändert hat seit Bachs Zeit und weiß auch, wenn ich da gucke, dass Bach hier glücklich war. Der hat eine Frau gefunden für seine vier Kinder, hat einen guten Dienstherrn gehabt, hat wahnsinnig viel tolle Musik komponieren können für tolle Musiker und deshalb finde ich das sehr besonders, dass ich die Sonaten hier aufnehmen kann.